Okay, und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist zu Monsieur Griot gehen. Ich finde den Typ immer noch cool. ich verstehe aber nicht, warum wir jetzt plötzlich ein Passwort brauchen, weil wir ja sonst gewöhnlich auch ohne Passwort den Laptop benutzen. Oder Internetpasswort vielleicht. Ja, fürs Internet braucht man ein Passwort. Okay. Aber gucken wir nicht aufs Wetter? Nee, egal. Egal. Herr Creon. Auf ein Passwort. Guten Tag, Herr Creon. Wie geht es Ihnen denn heute so? Wir haben uns ja schon eine Ewigkeit nicht gesehen. In der Zwischenzeit scheinen Sie Manieren erworben zu haben. Also, was suchen Sie denn diesmal? Ein Gesellschaftsspiel? Ein Springseil? Hm? Wenn Sie gekommen sind, um eines von diesen Videospielen zu kaufen, dann sind Sie hier an der falschen Adresse. Sehr witzig. Ich brauche das Passwort für den Computer im Gemeinschaftsraum. Aber Sie kennen es bereits, meine Liebe. Quatsch, wenn ich herkomme, um Sie nach dem Passwort zu fragen, dann weil ich es nicht kenne. Also, wir tun Folgendes. Ich werde Ihnen helfen, es zu erraten, indem ich Ihre Gedanken lese. Hä? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Sie werden überrascht sein. Sehen Sie sich dieses Objekt auf dem Tisch an. Es kann Ihre Gedanken lesen. Okay, ich werde tun, was Sie sagen. Wenn Sie sich erst lächerlich gemacht haben, müssen Sie mir dieses Passwort ohnehin geben. Okay. Okay, also das Spiel ist ganz einfach. Man muss sich eine Nummer aussuchen. Die Nummer, die sie gezeigt haben, war 16. Und dann nimmt man 1 und 6 und addiert sie zusammen. Und das gibt dann 7. Und als nächstes muss man diese 7 von der 16 abziehen. Und das gibt dann 9. Und dann muss man auf dem Spielfeld nach der Nummer 9 suchen. Und was auch, welcher Buchstabe auch immer neben dieser Nummer steht. Auf den muss man sich dann ganz stark konzentrieren. Und dann oben auf das Feld, das aussieht wie ein Glas, drücken und dann rät das Spiel einen Buchstaben und normalerweise ist der Buchstabe dann genau der Buchstabe, auf den man geguckt hat. Ich finde das Spiel relativ cool, weil egal mit was ich anfange, kommt immer die richtige Ziffer raus und kommt immer die richtige Nummer raus. Ich habe keine Ahnung, wie das gemacht haben, aber ja, ich mache jetzt mal etwas Mathe und ich habe das Video da etwas schneller laufen, weil es irgendwie sehr lange gedauert hat. Ich glaube, das ganze Ding hat 2 Minuten oder sowas gedauert. Also lasse ich es einfach etwas schneller laufen, damit ihr nicht mein ganzes Mathe mithören müsst. Sie haben also an die Buchstaben P-O-N-Y-S gedacht. Das Passwort lautet Ponys. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie es kennen. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, aber binden Sie mir keinen Bären auf. Junge Dame, Glas ist sehr hart, doch wie leicht zerspringt es. Sie müssen lernen, lockerer zu werden und Ihren Mitmenschen mehr Vertrauen entgegenzubringen. Ja, ich werde es mir merken. Herr Creon, sehen Sie die Zukunft? Okay. Vor allem, wenn man das Spiel nochmal durchspielt, bemerkt man erst, wie viel von dem, was Herr Creon sagt, stimmt. Okay. Ich weiß echt nicht, wie man das macht, weil egal was für, mit was für eine Nummer ich anfange, das ist das Richtige. Sehr cool gemacht, sehr cool. Okay. Also. Honeys! Jetzt such Miguel. Flora, Flora.
Bis jetzt habt ihr eine ruhige Kugel geschoben und Spaß gehabt. Vielleicht habt ihr ja gedacht, dass es genügt, der Akademie beizutreten, um gute Reiter zu werden. Ich muss euch warnen. Wir sollten gegen die Reservemannschaft der Australier antreten, aber jetzt stehen wir ihrer ersten Mannschaft gegenüber. National sind sie sehr stark. Wenn ihr verliert, steht die Zukunft der Akademie auf dem Spiel. Es ist euch ja bekannt, dass sich die Einnahmen der Akademie aus unseren Ergebnissen herleiten. Außerdem brauchen wir eine gute Presse, damit unsere Schule weiterleben kann. Ihr solltet den morgigen Tag also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich wünsche, dass ihr eure Anstrengungen verdoppelt und euch dem Vortag eines Wettkampfes gebührend vorbereitet. Los, worauf wartet ihr noch? Endlich war er da, der große Tag. Jetzt konnten wir zeigen, ob wir einer solchen Stresssituation gewachsen wären. Es ging um unsere Zukunft. Wir mussten gewinnen. Okay, ich habe hier nur ein neues Ding gekauft, glaube ich. Und das war eine Quaffel, eine Jacke. Yep. Und ich glaube, ich lasse das Pferd so. Vor allem, weil ich jetzt nichts Rotes anhabe. Also, los geht's. Okay, also beim Wettkampf muss man immer platzieren und wenn man dreimal, also absolut super schlecht ist, muss man die Woche wiederholen. Upsi. Ich fange schon super schlecht an. Ich glaube, das war nicht toll. Okay. Es ist aber wirklich schwer, nicht zu platzieren. Also man muss entweder einen riesengroßen Fehler machen oder man muss disqualifiziert werden. Ich glaube, das Schwerste ist wahrscheinlich Springen. Also für mich ist das Schwerste auf jeden Fall Springen. Beim Springen oder beim Querfeld ein, glaube ich, dreimal verweigert, ist man disqualifiziert. Aber ich weiß, wenn ich beim Springen viele Fehler mache und dafür aber beim Dressur und Gelände ganz vorne bin, ist es okay. Vor allem beim Dressur sollte man sich relativ viel anstrengen, weil die anderen alle normalerweise sehr weit hinten im Dressur sind und dann kann man einen guten Vorsprung genießen. Also man sollte so viel wie möglich einen Vorsprung aufbauen. Jetzt zum Beispiel, wenn man beim Gelände verweigert, zweimal verweigert und dann 40 Fehlerpunkte hat, dass man nicht ganz hinten landet. Das ist immer sehr wichtig. Aber von mir aus finde ich die Wettkämpfe uns eigentlich relativ leicht. Natürlich nicht springen, also... Weiß nicht. Springen konnte ich noch nie so wirklich gut. Jetzt habe ich mich wieder gefasst. Es dauert immer eine Sekunde, bis ich mich wieder in Dressur gefasst habe. Ich mag auch, dass die Turniere hier relativ realistisch gemacht sind. Weil ich weiß, bei vielen Pferdespielen nervt mich das so an, dass zum Beispiel beim Springen oder Dressur jubelnd Leute daneben stehen. Also ich weiß nicht, ob ihr jemals so Springreiten oder so im Fernsehen mitverfolgt. Ich mach's nicht immer, aber manchmal, wenn es was Interessantes gibt, ja. Absolute Stille. Keiner sagt was und wenn ja, wird er sofort rausgeschmissen. Und dann am Ende wird groß gejubelt, aber es ist absolute Stille, damit sich die Reiter konzentrieren können. Und deswegen hasse ich immer die Pferdespiele, wo beim Springreiten und das Zureiten vor allem. Ich weiß nicht, wie es beim Pferd ein ist, aber
Tja, ganz vorne. Aurelia, Samuel, Carol, Miguel. Ja, relativ gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim richtigen, beim Einreiten ist, aber beim Springen und Dressur ist er auf jeden Fall absolute Stille. 7 Minuten insgesamt. Die Jungen von mir ein Triple Bar, okay. Ihr könnt abkürzen, solange ihr dann wieder gerade aufs Hindernis zu rennt. Also genug Platz lassen. Okay. Also auf jeden Fall genug Platz lassen, um schön zu drehen. Und das Pferd wird verweigern, wenn es zu schräg aufs Hindernis trifft. Aber ihr könnt so viel abkürzen, wie ihr wollt. Nur würde ich vorsichtig sein, wenn der Parcours irgendwann mal über andere, also wenn die Linien hinter anderen Hindernissen hergehen, würde ich niemals vor die Hindernisse reiten. Weil vermutlich gibt es einen Grund, weshalb sie hinter den Hindernissen sind. Das war etwas knapp gedreht. Das war auch noch okay, aber es war etwas knapp gedreht. Aha! Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich 0 Fehler im Springen habe. Yay, me! Okay, wie ihr gesehen habt, wie ihr sehen könnt hier, habe ich jetzt einen relativ großen Puffer aufgebaut zwischen mir und der nächsten Person. Also ich könnte technisch jetzt zweimal verweigern. Ich habe nicht vor, zweimal zu verweigern. Ich habe vor, niemals zu verweigern, sondern ja. Manchmal passiert halt irgendwas. Es kommt darauf an, wie gut ihr im Querfeld ein seid. Wenn nicht so gut, würde ich auch vor den langen Hindernissen langsamer werden. Aber wenn ihr okay seid, würde ich einfach mal versuchen, ob ihr die langen Hindernisse auch schneller springen könnt. Und zum Beispiel das war Nummer 4 war eine der Nummern, die oben bei den Hinweisen standen. Sie ist die den langsam anreiten soll, aber man muss nicht immer. Also man muss nicht immer machen, was da steht. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, wie hoch die Hindernisse sind und wie klein der Ring ist, indem man abspringen muss, meine ich. Zum Beispiel hier ist der relativ weit und groß und bei höheren Hindernissen ist dieser Ring normalerweise etwas kleiner. Also auch da war er etwas kleiner. Und wenn das Hindernis auf jeden Fall höher ist als sowas, und auch relativ der Ring noch etwas kleiner aussieht, würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass man langsamer reitet. Und zum Beispiel hier sieht man, das Hindernis ist höher und der Ring ist auch etwas kleiner. Wenn ich mir gerade die Zeit angucke. Ich habe hier noch 50 Sekunden, das reicht, aber mein Video wird ziemlich lang. Okay. Also dann mal ins Ziel rasen. Und los. Okay, und wir haben natürlich gewonnen, weil ich die Beste bin. Im nächsten Video werden wir dann die Ergebnisse sehen.